Hey, schön, dass du da bist. Ich zeige dir heute die tollsten Herrendüfte auf dem Markt. Meiner Meinung nach natürlich, aber ich bilde mir ein, zumindest ein Minimum an Ahnung zu haben. Ich habe sehr viele Düfte probiert. Ich habe euch all diese Düfte schon mal empfohlen und die Rückmeldung war wirklich immer überwältigend. Das sind die attraktivsten, teilweise auch sexiesten Herrendüfte, die ich kenne. Und sie sind quer durch alle Kategorien. Von frisch über aromatisch zu gourmand zu sogar animalischem Moschus. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu meiner Liste sagt. Ein Disclaimer, das ist natürlich eine Momentaufnahme. Das heißt, das kann sich natürlich theoretisch morgen wieder ändern. Morgen, nächste Woche, nächstes Jahr, whenever. Aber ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für so ein Best-of. Also die Düfte, die ich euch aus vollem Herzen ans Herz legen kann. Und wir haben Designer, wir haben Nische, wir haben günstig, wir haben teuer, querbeet. Wir unterscheiden da heute nicht. Es geht rein darum, wie gut der einzelne Duft ist. Und falls du mich noch nicht kennst, herzlich willkommen. Ich bin die Leni, ich spreche super gerne über Parfum. Und falls dich das Thema auch interessiert, dann abonniere bitte diesen Kanal und drück auch am besten gleich die Glocke mit. Dann kriegst du immer Bescheid, wenn ein neues Video kommt oder auch wenn Livestreams kommen. Und folgt mir gerne auch auf Instagram und TikTok. Und es gibt einen Duft, den wir müssen wir jetzt gleich am Anfang aus dem Weg kriegen. Das ist für mich der ultimative Herrenduft. Das ist der Duft, wann immer ich gefragt werde, was für mich der schönste Herrenduft der Welt ist, sage ich, es ist dieser hier. Es ist Ombre Nuit von Christian Dior. Und Ombre Nuit ist einfach zeitlose Eleganz. Es ist ein Ambra-Amber-Duft, wunderschön, aber nicht wie so ein typischer würziger, dunkler Amber-Duft, sondern der hat noch so was wahnsinnig schön prickelndes, spritziges. Etwas, was ihn auffrischt, und das sind wahrscheinlich die Bergamotte und der rosa Pfeffer. Und drunter liegt diese wahnsinnig schöne, ich würde sagen, wirklich minimalst animalische, wunderbare Amberbasis mit Rose, Patchouli, Guayakholz und Zeder. Und wenn ich euch die Noten sage, könnt ihr euch nicht vorstellen, wie gut Ombre Nuit riecht. Also das ist auch ein Duft, den ich selber, wie man sieht, extrem häufig trage. Das ist einer, da habe ich mir sogar meinen Namen vorne in den Flakon gravieren lassen, weil ich einfach wusste, ich werde den oft tragen. Er ist nicht hypermaskulin, also ich denke, Frauen können den sehr gut tragen. Ich assoziiere allerdings schon eine gewisse Männlichkeit mit dem. Aber die Art von nicht toxischer, sondern eher beschützender, umarmender Männlichkeit. Also die Art von Männlichkeit, wo man sich als Frau einfach geborgen fühlt. Und der ist einfach nicht von dieser Welt. Ich könnte den jeden Tag riechen. Und der gibt mir einfach, insbesondere an Tagen, wo es vielleicht ein bisschen bewölkt ist und wo es leicht regnet, gibt er mir so ein Gefühl von Geborgenheit und irgendwie einfach ein Daheimgefühl, ja, obwohl er auch unglaublich schick ist. Ich sage auch ganz oft, das ist der perfekte Duft, um zu heiraten für den Bräutigam. Für den Bräutigam, weil der eben nicht Beast Mode ist. Also das ist nicht ein unheimlich lauter Duft. Das ist ein sehr edler Duft, der auch, würde ich sagen, schon eher understated ist. Und das finde ich immer ganz toll für den Bräutigam, weil der Bräutigam muss an seinem Hochzeitstag hunderte Leute umarmen. Und wenn man dann so einen richtigen Beast Mode Duft hat, wovon es auch noch einige in dieser Liste hier gibt, dann ist es vielleicht manchmal ein bisschen überfordernd für Leute, aber der ist einfach genau der richtige Mix aus. Ich bin da und ich verzaubere mein nahes Umfeld, aber ich laufe nicht 5 Meter vor dir in den nächsten Raum hinein. Der nächste Duft ist auch meine All-Time-Faves. Das sage ich jetzt nicht jedes Mal dazu, weil darum geht es hier in dieser Liste ja, um meine All-Time-Faves. Aber das ist ein spitze, frischer Duft. Der ist perfekt geeignet fürs Office, für jeden Tag, für jeden Mann, der einfach nicht so unbedingt nach Rasierwasser riechen will, sondern so ein bisschen frisch, aromatisch, mit so einer ganz mini-dezenten, verführerischen, süßen Salbeinote. Es ist Pacific Rock Moss von Goldfield & Banks. Und Pacific Rock Moss ist ein, ich würde auch sagen, ähnlich wie Ombre Nuit, ein dezent maskuliner Duft, den auch gut Frauen tragen können, aber der, finde ich, an Männern einfach ultimativ schön wirkt. Der hat eine ganz tolle, merkbare Zitrone im Auftakt. Und was man sofort spürt, ist der Salbei, dieser schön süße Salbei. Wir haben pazifisches Küstenmoos, wir haben Virginia-Zeder. Und noch eine Idee Rosengeranie, wobei ich die am wenigsten spüre von allen Noten. Und dieses Moosige zusammen mit dem aromatischen Salbei und diesem Spritzer Zitrone, der sich aber noch so circa 20 Minuten verflüchtigt, das ist wirklich ein
unglaublich attraktiver Duft. Also der Mann, der diesen Duft trägt, das ist für mich ein sportlicher, durchtrainierter Typ. Ich sehe den an so einer Küstenstraße in Australien und der nimmt mich vielleicht mit auf einen Roadtrip im Cabrio. Ich verbinde immer, gut, ist vielleicht auch, weil die Marke aus Australien kommt, aber ich verbinde mit diesem Duft immer so was Windiges, was Frisches, irgendwie das Gefühl von Freiheit und Ungebundenheit, also irgendwie so das Abenteuer des Lebens. Das ist für mich Pacific Rock Moss. Und der ist, zugegebenerweise finde ich den am schönsten in Frühling und Sommer. Also das ist für mich jetzt kein Ganzjahresduft. Wenn ich jetzt einen Signature suchen würde, würde ich wahrscheinlich nicht den wählen, weil er eben dieses Sommerurlaubs-Freiheitsgefühl hat. Aber der ist nicht mehr wegzudenken aus meiner Sammlung und das ist meiner Meinung nach auch das beste Angebot von Goldfin & Banks. Ah ja, die Haltbarkeit ist ähnlich wie bei Ombre Nuit okay, aber wie es oft bei frischen Düften ist, eben nicht super, super extrem lang. Ja? Also ich denke, so nach 5 Stunden müsste man den mal nachsprühen, aber er projiziert sehr schön und sogar recht weit auch für diese Art von Duft. Okay, den nächsten Duft, den liebe ich so sehr und alle Männer, die mich je besucht haben daheim, was nicht super duper viele sind, also ich kriege nicht so oft Besuch von fremden Männern, aber ich gebe immer allen Männern diesen Duft zu riechen und die sind alle hin und weg. Und das Tollste ist, er ist ein sehr günstiger Designer, ist ein Prada und zwar der Luna Rossa Black. Und ich muss zugeben, der Flakon könnte etwas hübscher sein, bin jetzt nicht ein super Fan von dem, aber der ist, also der Flakon sagt nichts über diesen Duft aus. Der ist so himmlisch. Und zwar ist der ist so krautig, aber krautig auf eine sehr, sehr, sehr schöne Art und Weise mit so einer Kumarin-Unterlage. Und Kumarin, das ist ein Stoff, der viel auch in Tonkabohne drin ist, also sowas ganz Weiches, Samtiges, sowas, was einen irgendwie unten auffängt, ja. Was eine semi-gourmandige Note auch gibt, aber ist jetzt nicht irgendwie süß, ja. Er hat Bergamotte, Angelika, die man stark merkt, Patchouli, was ihm so ein bisschen auch eine Geerdetheit gibt und ihm so ein bisschen Tiefe auch gibt. Dann das Kumarin und unten haben wir noch eine dezente Amberbasis. Aber er wird nie super würzig und warm, sondern er hat durch die Angelika eigentlich immer auch so das Erfrischende. Aber mit dieser schönen, ich will nicht sagen mandelmäßig Marzipan, weil das ist es nicht. Er ist nicht süß, aber dieses Kumarin hat schon so ein bisschen die Konsistenz zumindest von so einem weichen, samtigen etwas, ja. Also macht ihn dann auch pudrig, obwohl er krautig ist. Und das ist super besonders. Und das ist auch wirklich ein Duft, der riecht nicht wie ein günstiger Duft. Der riecht super edel, der riecht super überraschend. Das ist keine DNA, die ich irgendwo schon mal gerochen hatte davor. Und also der ist eigentlich empfehlenswert für jeden Mann. Und das ist vor allem einer, den kann man wirklich als Signature auch tragen. Also für jeden Tag, zu jeder Gelegenheit, im Beruf, auf ein Date, auf eine Hochzeit würde der gehen, daheim in der Freizeit, mit der Familie, wie auch immer. Ja. Also der geht eigentlich immer und der hat auch eine angenehme Performance. Also den spürt man, den riecht man, aber er ist nicht super laut und nicht super leise. Also ich bin verliebt in den und wenn ich irgendwas an dem ändern könnte, dann würde ich ihm einen schöneren Flakon verpassen. Der nächste Duft ist einer, da besitze ich schändlicherweise immer noch nicht den Flakon, aber das ist der Duft, glaube ich, den sich die meisten Männer jemals auf meine Empfehlung hin gekauft haben und wo ich so viele begeisterte Rückmeldungen bekomme. Insbesondere erzählen sie mir alle, dass das Umfeld so gut drauf reagiert. Also das ist der ultimative Komplimentesammler. Ist kein süßer Duft, ist aber ein sehr edler, eleganter Duft. Und ich spreche natürlich über den Ganymede von Marc-Antoine Barrois. Und der Ganymede ist, der riecht königlich, ja. Also der riecht so high class, das kann man niemandem erzählen. Er hat eine echt wunderschön würzige Safrannote. Im Herzen ist ein Veilchen und das Veilchen ist der Showrunner. Also es geht um das Veilchen in diesem Duft. Und es ist so wunderschön. Ich krieg's nicht in den Kopf, wie man so einen schönen Duft kreieren kann. Wir haben auch noch Immortelle, Holz und ein Osmanthus Absolut, das auch eine Herznote ist und das wirklich so eine schöne, angenehme Blütigkeit gibt. Aber ich finde, das Veilchen ist tatsächlich wirklich die dominanteste Note. Und er hat noch so ein Spritzerchen Mandarine, die merkt man nur am Anfang. So ein ganz bisschen süße Zitrik noch mit dabei. Also nicht so sauer wie jetzt Zitrone oder Limette oder Bergamott, sondern halt so ein bisschen süßer. Und ich habe selten in meinem Leben eine so perfekt abgestimmte Kreation gerochen.
die auch noch so eine Performance mitbringt. Also das ist jetzt ein richtiges Biest mal. Also er ist vom Duftcharakter her überhaupt kein Biest. Er ist so eher so ein Charmeur, ja, eher so ein, ich weiß nicht, ein Komplimentesammler halt. Aber die Art und Weise, wie er wahrgenommen wird von den Leuten, ist extrem. Also wenn jemand mit Ganymede im Raum ist, das kriegt ihr mit. Und das ist aber so einer, ich finde, manche Düfte, die so eine starke Performance haben, die können dann echt nervig werden. Der Ganymede, der kann nicht nervig werden. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass sich von dem jemand gestört fühlt. Und Leute, die einfach gerne ein Statement machen mit ihrem Duft, ein positives wohlgemerkt, die immer gern wahrgenommen werden wollen und die vielleicht auch was suchen, was nicht jeder trägt, die sollten unbedingt Ganymede probieren. Weil Ganymede ist himmlisch. So, und jetzt schnallt euch ein, der nächste Duft ist einer, von dem erzähle ich, seit ich diesen Kanal hier gestartet habe. Und es ist der sexieste Sommerduft für Männer, den es gibt. Ja, also es gibt nichts, was verführerischer ist im Sommer als dieser Duft. Und es ist der Amouage Sunshine Man. Und meine Abfüllung ist jetzt bald zu Ende. Der Flakon, der muss jetzt auch bald her. Ich sag immer, wenn ihr euch vorstellen wollt, wie dieser Duft wirkt, dann stellt euch vor, Tom Cruise in Top Gun. Allerdings die frühere Version, ja, nicht die, die jetzt kürzlich rauskam, sondern als er halt noch so, keine Ahnung, Mitte 20 war oder so. Braun gebrannt, oberkörperfrei beim Beachvolleyball spielen. Diese Szene aus Top Gun, das ist für mich der Amouage Sunshine Man. Der ist so schön. Also der ist aromatisch, wir haben einen starken Lavendel, wir haben eine Strohblume, die man gut merkt. Und wir haben vor allem, und es gibt ihm seinen, ich sag mal so ein bisschen so einen Sonnencreme auf verbrannter Hautcharakter, sondern Orangenbrandy in der Kopfnote. Das ist nicht super stark, also macht euch jetzt keine Gedanken, wenn ihr euch denkt, oh, ich mag aber nicht nach Sonnencreme und verbrannter Haut riechen. Das ist nur eine Nuance, das ist nur eine sehr ferne Assoziation, die man hat, aber die eben vor allem in mir auch dieses Top Gun-Bild irgendwie erzeugt. Dann haben wir im Herzen Wacholderbeere, was sich, finde ich, immer super in Herrendüften macht, und Muscatella-Salbei. Wobei der Salbei hier nicht so super süß kommt, sondern eher so krautig herb, so wie es einfach richtig schön ist in Herrendüften. Und dann haben wir noch eine dezent süße Basis mit Tonkabohne, Vanille und Zedernholz. Also er ist dann zum Schluss hin, wird er ein bisschen weicher. Die herbe, krautigeren Noten, die nehmen sich ein bisschen zurück. Aber er verleugnet nie seinen ursprünglichen Charakter. Also ich finde, das, was ihr bei Amouage Sunshine in der Kopfnote riecht, wenn er zum ersten Mal riecht, das ist schon sein Charakter. Ja? Also so bleibt er und verändert sich nur minimal. Aber, und das ist auch ein Biest übrigens. Also einer der wenigen Sommerdüfte, die auch eine Top-Performance haben, was bei Sommerdüften nicht immer gegeben ist. Ja? Also diese ganzen Aquaten, die zitrischen und so weiter. Auch die aromatischen Düfte, die haben nicht immer eine gute Performance, aber der Sunshine, dadurch, dass er eben so diese Idee Orientalik unten drin hat, der fegt sie alle weg. Und ich darf immer nicht zu oft an ihm riechen, weil ich habe so ein krasses Bild zu dem in meinem Kopf und das will ich nicht kaputt machen durch irgendwie andere Erfahrungen, die ich dann habe, wenn ich den trage. Ich trage ihn sehr selten, aber ich liebe ihn zu riechen, und an alle Männer, das ist meine ultimative Empfehlung für den Sommer. Wenn ihr ein bisschen Orientalik vertragen könnt und wenn ihr kein Problem habt, dass ihr auf euren Duft angesprochen werdet, weil ihr werdet auf den angesprochen. Und ich würde wirklich wetten, keine Ahnung, ich glaube 95% aller Leute, denen wird das Wasser im Mund zusammenlaufen, und 5% aller Leute würden wahrscheinlich sagen, was ist denn das? Dein Duft ist viel zu stark. Also, wisst ihr, was ich meine? Aber das ist ein ultimativer Crowdpleaser und ich kriege nicht genug von dem und bald hole ich mir den Flakon. Also ihr seht ja von mir selten ein Video über nur einen einzigen Duft. Aber hin und wieder mache ich welche. Und über den Duft, der als nächstes kommt, habe ich eins gemacht, weil ich so hin und weg war, als ich den das erste Mal gerochen habe. Ich musste den irgendwie teilen mit der Welt. Und ich spreche über Désir Toxique von Maison Mikalev. Und dieser Duft ist so, ich würde sagen, der Sexy Rebel. Ja, das ist der, der sich nicht an die Regeln hält. Das ist der, der so ein bisschen Party macht. Das ist der, der vielleicht nicht der zuverlässigste ist oder nicht der, den man heiratet. Aber das ist der, mit dem man mal so eine wilde Nacht haben kann, finde ich. Und der Duftcharakter, der ist halt Wahnsinn, ja. Also, ich sag immer, der hat dieses apfelige, fruchtige Opening vom Leighton.
Dann so nach 20 Minuten wird er sehr ähnlich zu Victor und Rolf Spicebaum. Und im Drydown hat er dann fast sowas von Rogers Midsummer Dream. Also sprich, der startet fruchtig frisch mit dieser krassen, verführerischen Note. Ja. Also so richtig, boah. So richtig so, was bist du denn, ja? Und dann, wenn er sich ein bisschen auf der Haut setzt, dann kriegt er so warme Noten, dann kommt ein bisschen Zimt. Wir haben auch eine Hanfnote, eine schwarze Johannisbeere, die stark kommt. Aber er bekommt dann schon so Spicebaum-Anklänge. Und dann kühlt er sich wieder ab zum Schluss hin. Dann wird er so ein bisschen moosig, so ein bisschen waldig, so ein bisschen frischer wieder. Und das ist ein Duftverlauf, der ist erstens super untypisch. Also normalerweise werden Düfte im Verlauf eher wärmer, wenn sie am Anfang mal frisch waren. Und der ist irgendwie so frisch, heiß, kalt. Also so richtig wie so eine kurze Affäre, ja, die dann so ein jähes Ende nimmt, ja. Aber der ist irgendwie so eine Erfahrung, die muss man mal gemacht haben. Und ich glaube, der ist nicht für jeden was. Das ist definitiv was für Männer, die Aufmerksamkeit erregen wollen, die Rückmeldung haben wollen, ja, für die ist es was. Okay, ich habe gerade gesagt, mit dem Désir Toxique hat man vielleicht so eine schöne wilde Nacht, aber das ist nicht der, den man heiratet. Jetzt kommt der Duft, den man heiraten will. Und es ist für mich einer der tollsten Designers, die es gibt. Ist von Guerlain, heißt L'Homme Ideal. Und ich habe euch den schon mal in meiner Top 10 Date-Düfte-Liste empfohlen. Und der Grund, warum ich den so toll finde, ist, dass die DNA, finde ich, in Anführungsstrichen, ja, unorthodox kann man jetzt gar nicht mehr sagen, weil den gibt es schon ewig eigentlich. Aber der ist einfach so ein bisschen süß-gourmandig, aber dann mit einer sehr schönen maskulinen Ledernote. Also was er hat, ist so ein bisschen so ein Kirscharoma, eine tolle Rose, Tonkabohne und aber diese Ledernote. Und die Ledernote, die ist wirklich, die ist crucial, ja. Also dieser Duft wäre nichts ohne die Ledernote, die ihn so ganz schön in so eine männliche, ein bisschen rauere Richtung zieht. Aber in der Summe, finde ich, ist es ein minimal fruchtig süßer Duft, nicht zu süß, der eben dann durch diese Ledernote so ein wunderschönes Gegengewicht bekommt. Der hat auch noch echt viele Gewürze drin. Also insbesondere in der Kopfnote merkt man so richtig ein bisschen den Zimt, ein bisschen Kardamom unterstelle ich dem auch. Also so richtig Wasser im Mund zusammenlaufend. Und ich sage immer, das ist der Duft eines Mannes, der gebildet, gepflegt, kultiviert ist, der Sprachen spricht, der Geld hat, der Manieren hat und dementsprechend einer, den man heiraten sollte. Und er ist verhältnismäßig günstig, ja, also ihr bekommt den in jedem Douglas oder wo auch immer ihr Guerlain-Düfte findet. Und der wirkt so teuer, ja, also ich finde, er riecht sehr teuer und dementsprechend hat er einen gewissen Esprit auch, ja, der strahlt was aus, der hat Charakter und ja, ihr merkt, wie oft ich schlucken muss. Mir läuft einfach immer das Wasser im Mund zusammen, wenn ich über L'Homme Ideal spreche. So, und jetzt kommt wieder ein Bad Boy. Allerdings ist der nicht so wie Désir Toxique. Also der ist nicht so rebellisch, sondern der ist so richtig verführerisch. Das ist so einer, bei dem möchte man eigentlich bleiben. Und es ist natürlich der Herald von Parfum de Marly. Und das ist ein Duft, den zeige ich euch auch schon, seit es diesen Kanal gibt. Das ist der ultimative verführerische Herrenduft. Also der ist so sexy, das ist irre, ja. Also der ist würzig, bisschen fruchtig, auch minimales Kirscharoma, rauchig. Also der hat so eine Smoke-Note, der ist so ein bisschen fast wie in so einem Zigarrenraum. Also nicht total wie in einem Zigarrenraum, aber so ein bisschen diese Assoziation kommt hoch. Wir haben Zimt, wir haben eine starke Weihrauchnote, die auch zu diesem Smoke-Geruch beiträgt, neben dem Tabak. Und dann haben wir aber eine super gourmandige Basis mit ganz viel Vanille und holzige Noten, Patchouli, Zedernholz, Moschus. Also der hat schon dann auch irgendwie sowas Fluffiges unten drin vom Moschus, aber auch die Süße von der Vanille und die Kombination dieser Noten, also Tabak, Weihrauch, ein bisschen Osmanthus, die Zimtwürze, das Holzige und dann diese süße Vanille, die ihn dann, ich glaube, die gibt ihm auch den Crowdpleaser-Faktor. Das macht ihn dann unwiderstehlich. Also genau, das ist, glaube ich, das Wort für den Herald. Wenn ihr einen Duft, wenn ihr einen unwiderstehlichen Duft haben wollt aus der Liste, das ist der Herald. Also einfach einer der besten Herrendüfte, die je produziert wurden. Und
den auch wirklich sehr viele Leute besitzen und tragen und der sich einfach irgendwie, der hat sich bewährt, ja. Also der hat schon, der muss nichts mehr beweisen. Es ist klar, der sammelt Komplimente, Frauen fahren auf den ab, da gibt es einfach, da gibt es kein Vertun. Harrod ist Königsklasse. Wenn ihr jetzt sagt, so grundsätzlich die Beschreibung von dem Harrod, die finde ich total super, aber ich habe kein Budget für so einen teuren Duft, dann habe ich sozusagen die Alternative aus der Designerwelt, also auch, ja, ich finde fast alle Sachen, die ich über den Harrod gesagt habe, treffen auch auf den zu. Und zwar ist es Le Male Le Parfum. Und das ist so ein schöner, verführerischer, wirklich sexy, sexy Herrenduft. Definitiv der beste Le Male Flanker. Also seit es den gibt, braucht ihr echt die anderen gar nicht mehr anschauen. Also die sind überhaupt nicht mehr der Rede wert. Der hat nicht so sehr die Tabak- und Rauchnote, sondern der ist mehr lavendelig. Also der hat noch diesen maskulinen Kick durch den Lavendel. Wir haben Iris, wir haben Vanille, ein bisschen Hölzer und vor allem haben wir im Auftakt auch eine wunderschöne Kardamomnote. Kardamom gibt ihm sowas ganz Schickes, Würziges und ich finde Le Male Parfum ist einfach irgendwie so der, so ein Catnip einfach für Frauen. Von dem kann man sich nicht satt riechen. Das ist einer, der auch wahnsinnig stark ist, also performt irre gut, hält ewig, strahlt super gut aus und wird auch im Drydown so richtig, richtig lecker. Also so richtig lecker und schön. Und das ist echt, also für die Leute, die sagen, ich habe nicht das Budget für einen Nischenduft, ich möchte aber irgendwas in der Art, dann holt euch den Le Male Parfum. Der ist wirklich, der ist traumhaft. Okay. Jetzt kommt, würde ich fast schon sagen, eine Ikone in der Duftwelt und die konnte ich jetzt aus dieser Liste auch nicht rauslassen. Wir sprechen über Oud for Greatness von Inicio. Und Oud for Greatness ist so ein bisschen die düstere, udigere Variante von dem Baccarat Rouge. Also ich würde nicht sagen Variante, weil so ähnlich sind sie sich nicht. Aber falls ihr Baccarat Rouge kennt, ihr werdet die Assoziation dazu bekommen. Wir haben allerdings noch viel mehr los in diesem Duft. Also der ist so richtig schön männlich. Also das ist so ein richtiger, ich finde, es ist schon so ein richtiger Macho-Man, ja. Also der ist ultimativ männlich, der ist super laut. Wir haben wahnsinnig verführerische Safrannote, wir haben Muskat. Ich liebe Muskat in Düften. Und Oud, Lavendel, Patchouli und Moschus. Und den Lavendel merkt man schön, man merkt den Safran wunderbar. Die Oud-Note kommt auf eine sehr verträgliche Art. Also es ist kein animalisches Oud, es ist kein Stall-Oud und es ist auch nicht besonders medizinisch. Also die Oud-Note, obwohl sie im Herzen ist, ist recht dezent. Und der ist einfach super fein abgestimmt und hat einen Impact auf die Leute. Also ich sage immer, wenn ihr vielleicht der Best Man auf einer Hochzeit seid, also der Trauzeuge, der vielleicht noch auf der Suche ist, das ist der Duft zum Party machen auf der Hochzeit. Also der ist halt irgendwie, so stelle ich mir den vor, das ist einfach der super, super charmante, sehr charismatische Mann, der die Frauen beeindruckt, ja. Finde ich schon. Also der Duft, der hat irgendwie Charisma, finde ich. Der wird auch wahnsinnig viel kopiert, weil er eben so gut ist. Und ich muss aber sagen, manche Kopien kommen zwar vom Duftcharakter fast hin, also zum Beispiel Oud for Glory von Latafa, aber man merkt den Unterschied schon. Die sind bei weitem nicht so potent und auch nicht so fein. Man merkt den Unterschied. Und der hier ist einfach auch Königsklasse, ja. Und dieser Flakon, ich muss ja oft sagen, ich finde die Flakons von Herrendüften, die werden oft total vernachlässigt im Design. Also da könnte ich, da wäre, könnte man viel mehr bieten, ja. Aber Oud for Greatness, der Flakon, also recht viel besser geht's nicht. Fühlt sich super wertig an. Inicio-Düfte sowieso sind immer super wertig, super high-end. Und so einen Duft dann im Schrank stehen zu haben, das ist schon irgendwie, das ist einerseits ein Statement, aber das ist auch eine Augenweide, ja. Also da schaut man einfach gerne hin. Und ja, das ist tatsächlich ein Ausgehduft. Also ich würde den wahrscheinlich nicht als Signature empfehlen, weil der wahrscheinlich zu heftig ist für manche Situationen. Aber für so ausgewählte Momente, in denen man wirklich was reißen will, wo man wirklich beeindrucken will, ist Oud for Greatness die beste Wahl. So, normalerweise rieche ich ja, keine Ahnung, 5 bis 10 Düfte an einem Tag oder so. Und seltenst kommt es vor, dass ich mir sofort einen Duft kaufe. Meistens, wenn mir ein Duft gefällt, dann trage ich ihn erstmal eine Woche, 2 oder 3, mache die Abfüllung leer und schaue dann, ob ich ihn vielleicht wieder vergesse, ob ich ihn wirklich brauche. Bei diesem Duft nicht. Ich habe den Duft das erste Mal gerochen
und habe ihn am gleichen Nachmittag noch bestellt. Es ging nicht anders, ja. Ich musste den einfach holen. Und der ist so, so, so toll. Und ich bin jemand, ich stehe nicht auf animalischen Moschus. Ich stehe grundsätzlich nicht so sehr auf animalische Düfte. Aber bei dem, an dem führte kein Weg vorbei. Es ist Musc Ravageur von Frédéric Malle. Und Frédéric Malle zugegebenerweise macht mitunter eigentlich sehr nischige Düfte, finde ich. Also die wenigsten Malles, würde ich sagen, sind Crowdpleaser. Ausnahme Musc Ravageur. Und Musc Ravageur ist für mich so ein typischer Date-Duft. Das ist vor allem einer, der auf der Haut auch echt scheint. Wow. Also, oh, ihr habt diesen wunderschönen, ganz dezent animalischen Moschus. Also was ganz Weiches, Pudriges, so was richtig zum Eintauchen. So, ihr habt das Gefühl, lasst euch reinfallen und ihr bounced so ein bisschen wieder zurück irgendwie. Dann haben wir einen Zimt, eine Lavendel und vor allem auch eine sehr schöne Vanille im Herzen, die ihm dann sozusagen die Süße gibt, die ihm den Crowdpleaser-Faktor gibt, die dazu führt, dass der wirklich so ein perfektes Maß an Süße einfach hat, die ihm gut tut. Noch ein bisschen Amber, Sandelholz, Patchouli, aber die merkt man eigentlich so stark. Ich würde sagen, dieser Duft ist hauptsächlich Moschus, Minimum Animalik, Lavendel, Zimt, bisschen Vanille. Und ich weiß nicht, ob man es sieht. Sieht man immer schwer am Füllstand. Hier, vielleicht könnt ihr es ein bisschen sehen, wie viel ich von dem schon gebraucht habe. Also, ich trage den selber so viel. Der ist allerdings schon sehr maskulin und ich trage den halt meistens für mich daheim. Auch wenn es absolut ein Duft zum Ausführen ist. Also, liebe Männer, wenn ihr auf ein Date geht, und das ist vor allem so ein Duft, der brennt sich ein, ja. Also, wenn ihr auf einem ersten Date seid und eure zukünftige Liebste riecht den an euch, die wird für immer euch mit diesem Duft assoziieren. Das ist keiner, den man vergisst. Also, das ist einer, mit dem kann man einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und ich liebe den, ja. Ich liebe den und wenn er mir ausgeht, werde ich ihn mir wieder nachkaufen. Weil der ist so special und der ist vor allem von der Qualität her unglaublich. Der ist so, so, so fein. Und irgendwie ich habe das Gefühl, diese Kombination an Noten, da kann man viel falsch machen. Also hast ein bisschen zu viel Lavendel drin, dann wird er gleich so eklig stechend. Hast ein bisschen zu viel Zimt drin, dann ist er gleich irgendwie für die meisten Leute zu süß. Aber der ist einfach so abgestimmt. Ja, also Musc Ravageur ist eine Hammer-Empfehlung, müsst ihr euch unbedingt anschauen. So, meine Lieben, das war jetzt meine Liste. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr Düfte kennt, falls ihr Düfte habt, wie ihr die findet, was ihr zu meiner Einschätzung sagt. Und lasst mich vor allem wissen, wenn ihr welche ausprobiert, die ich euch vielleicht empfohlen habe. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt nochmal eine super Gelegenheit. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.